Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Classics mit Half-Life, heute wieder hier. Und wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen die Einführung gemacht und haben... Wir haben dann halt die Einführung gemacht und haben die quasi, die Vernichtung... Ups, die Taschenlampe aus. Die Vernichtung mitgemacht. Wieso kommen wir jetzt hier nicht raus gerade? Ich glaube, irgendwas habe ich vergessen. Nämlich den Crowbar, würde ich mal fast sagen. Ach, ne. Oder so. Doc. Ich werde das Tür aufmachen. Ja, ich muss mal kurz gucken. Und zwar habe ich das Gefühl, dass wir was vergessen haben. Irgendwo der Crowbar rum. Die arbeiten im Labor für anomale Materie. Ja, ich erkenne die Stellen, wenn wir uns zusammentun. Achso, den habe ich vergessen. Bis später. Den hatte ich vergessen. Oder nicht? Oder doch nicht? Hä? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Eieieiei, das fängt da schon wieder gut an. Ach so, jetzt halt. Dann lass uns mal hier raus, Doc, endlich. Ich habe nämlich gedacht, wir brauchen erstmal Waffe, dass wir die Türen jetzt schlagen können, aber anscheinend. Ups, das tat weh. Das tat weh. Au, das tat auch nochmal weh. Das Haus hier. So. So, jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen Energie verloren und ja. Laser, aua. Also ihr seht schon, dass hier ist. Der Crowbar, den wir brauchen nämlich, um jetzt hier rauszukommen. Weil die natürlich so blöd sind und einen Lift nehmen in einer Katastrophe. Kein Wunder, dass die dann runterfallen. Jetzt muss ich selber gucken. Das ist immer so die Sache. Geht drauf. Ist ja fast wie DayZ hier. Ja. Okay, dann haben wir so. Also, wie wir sehen, haben sich die Doktoren ein wenig gedacht, sie gehen in Urlaub. Immer diese Nachlader. Also der Spieler hat halt früher für 24 MB RAM musste man halt öfters mal nachladen. Und selbst ein Kopfschuss hilft aber den Vieren. Das ist echt. Wahnsinn, gleich und gleich ist die Waffe schon wieder leer. Ah, gucken wir nochmal in die Crew Facilities, mal sehen, ob wir noch Cola hier aus dem Automaten kriegen. Hat die jetzt was gebracht? Ich glaube nicht, oder? Ah doch, die bringt auch eine Dose, bringt einen Health Point. Das ist ja super, da muss man ja ewig klicken. Mal sehen, vielleicht haben wir hier noch irgendwo was in den Schränken. Ah, Munition. Das ist doch gut, denn können wir ja mal nachladen hier. Und unser Energiepack steht auch wieder leer. Energie jetzt auf 20 und Energie jetzt auf 35. Naja, 38, aber wahrscheinlich kann der Computer nur 35 erkennen. So, dann wollen wir mal weitersehen hier. So, ja, der Computerraum ist zu. War das auch alles eingestürzt? Dann versuchen wir einfach mal. Vielleicht kommen wir den direkt raus, den wir reingegangen sind. Oder auch nicht. Das ist wieder so ein komisches Viech. Vielleicht mal totschießen. So, auf jeden Fall ist hier alles auf Evakuierung. Ah,
Nur das Problem ist, wir kommen natürlich hier gar nicht durch raus. Also gehen wir jetzt mal hier in das Computerzentrum und sind gleich tot. Danke. Ja. Also nochmal zurück auf Anfang. Warum explodiert das hier eigentlich alles? Bringt auch nichts. Wir bräuchten noch nicht was um. Ey! Was ist da? Gegen die Viecher ist eigentlich das hier besser. Also, dann können wir ja das doch nochmal verwenden hier. So. So! Okay, dann wollen wir mal weitersehen. Ne? Da geht's jetzt oben wieder raus. Und Doc? Ja, den kann man wohl nicht helfen. Dem Doc kann man wohl nicht helfen. Was haben wir hier? Oh. Dann machen wir den noch fertig hier. Licht einschalten. Ja, geht auch nicht. Super. Also hier finden wir auch nichts, was uns weiterhilft. Gehen wir halt straight through. Weiter. Der ist tot. Also wie der. Oder auch nicht. Ah, jetzt ist er tot. Okay. Okay. Dann wollen wir mal die Tür verarschen gerade. Ups. Ein kleines Hündchen. Aha. Sind wahrscheinlich nicht so bekannt, die Viecher. Vor allen Dingen nicht der Schallausstöße, der Schrei. So, ja. Doc? Doc? Ich würde sagen, der ist tot. Okay, aber du bist ja eh tot da oben. Ich glaube, das war ein Bug, der hätte wahrscheinlich tot sein müssen. Auf. Eieiei, ich brauche mal Munition mal wieder. Machen wir mal wieder auf hier ein bisschen. So. Das war natürlich jetzt total toll. Ah, da liegt noch ein bisschen Munition rum. Nehmen wir doch die mit hier. So. Eieiei, da ist noch so viel. Schon wieder nicht weiter hier. Ihr seht schon, das Spiel hat auch noch nicht so ganz alle Reife, Raffinessen raus. Ist noch nicht ganz reif irgendwie oder sonst was. Oder, also irgendwie backt es gerade rum. Deswegen werde ich an dieser Stelle wo mal einen kleinen Schnitt machen müssen. Hallihallo und herzlich willkommen zurück nach diesem kleinen Cut hier. Und so, jetzt haben wir hier, jetzt wollen wir mal gucken. Ups. Springt das Viech hier auch noch hoch? Aha. So, das Viech ist tot. Eigentlich haben wir
alles tot. Ich hoffe, ich habe jetzt diesen Bug lösen können. Ich musste mich gerade nochmal über einen kleinen Trick selbst umbringen, den ich vielleicht euch mal irgendwann mal, wenn ihr Lust habt, auch gerne nochmal zeigen könnt. Ja, das muss man sich... Ach, Mann. Diese Scheißviecher hier. Ah, Moment einmal. So. Ah, super. Stirb, 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 stirb. Sollen wir nicht dagegen schießen? Gehen Sie vor. Na, guck mal, wir haben sogar noch einen Überlebenden, der uns jetzt vielleicht auch weiterbringt dann in dieser Mission. So. Und dass die mal unterschiedlich Schüsse brauchen, bis sie mal sterben. Schauen Sie sich das bloß mal an. Was? Du guckst die Wand an? Naja, Doc. Oh, Handgranaten. Das ist doch mal was Hübsches hier. Ist das für eine Kiste hier? Ja, super. Mal ein bisschen Lebensenergie nachverladen. So, voll und Munition mitnehmen. Ja. Behaupten Sie jetzt immer noch, die Chaos-Theorie entbehre jeglicher Grundlage? Natürlich. Und nur, geh mal zurück. Okay, Doc, dann bleibst du hier. Und wir gehen zurück. Da war ihr leider. Dann gehen wir doch zurück. Tja, dann. Also ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Ja, mach das du, Heini. Dann gehen wir jetzt da runter. So, und jetzt können wir auch hier längst laufen. Nachdem wir diesen kleinen Bug behoben haben. Ja. Jetzt muss ich mich erstmal wieder hier orientieren. So. Dann müssen wir wohl mal diesen Hebel hier drehen und hoffen, dass wir dann hier rauskommen. So, jetzt sind wir dann auf der anderen Seite des Tors, so wie wir es wollten. So, eigentlich können wir weitermachen. Ja, was haben wir hier? Ein großer leerer Raum. So, was ist immer ganz schlecht. In dem Fall können wir Munition wieder aufladen und Hebel. Oh, ein Lift und ganz viele Viecher. Los weg hier. So, jetzt fahren wir hier einen Lift runter. Mal gucken. Was? What the? Wo kommen die Viecher her? Von da oben. Da müssen wir jetzt ja aufpassen, da können wir ja gar nicht richtig runterkommen. Also okay. Dann müssen wir halt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht von den Viechern erwischt werden hier. Was sieht so aus? What the? What the fuck? Aha. Jetzt sie weg hier, oh. Weiter geht aber gleich tot. Ich muss da drüben mal zu den Heizkreuzen. Ihr merkt schon, das ist jetzt diesen kleinen komischen Keks, ne? Kieferarm oder was das auch immer ist. So, jetzt hatten wir noch mal wieder einen ganz, ganz, ganz kurzen Cut, weil ich ja irgendwo auf die falsche Taste gedrückt bin. Können wir erstmal hier diese ganzen Viecher umbringen, damit wir hier jetzt irgendwie mal ungestört quasi weiterkommen. Ja, wir können natürlich jetzt hier nicht auf so eine Kiste. Oh, die können wir verschieben. Ah, cool. Ah, wenn wir drauf springen geht nicht. Gut, gehen wir weiter. Wir haben schließlich noch was vor. Wir wollen schließlich hier aus diesem komischen Labyrinth jetzt endlich mal herauskommen. Nicht wahr?
Gut, dass ich nicht weitergelaufen bin. Ja. Die Rohre hier. Wie ihr schon seht, es ist ja ein Shooter mit ein wenig Jump'n'Run drinne. Habe ich zumindest mal das Gefühl. Das ist noch so ein komisches Vieh. Ein Viecher schon allein nochmal zwei Schuss braucht, ist ja nervig. Bleib doch mal stehen, Mann. So. Ja. Ich möchte mal fast behaupten, wirklich ist der bessere. Ups. Haben wir uns auch noch die Beine gebrochen. Und wir hätten auch hier eine Leiter wahrscheinlich runterklettern können. Super. Ja, wir hätten hier die Leiter. Ohne Beinbruch hätten wir ja mehr runtergekommen. Ist ja wieder typisch mich. So, jetzt haben wir denn das Problem, dass wir da auf die andere Seite rüber müssen. Ist wahrscheinlich ohne in das Wasser da rein zu stapseln. Super, jetzt bin ich hier drin. Ach, scheiße. Da. Dann müssen wir halt doch hier durchschwimmen, wa? Ah, da ist das doch, okay. Ihr seht schon, das Spiel ist so alt, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern, worum es geht hier. Na, das letzte Mal, dass er gespielt hat, ist auch mindestens 15 Jahre her. So. Also diese Viecher darf man auch nicht berühren. Weil die einen sonst verschlingen. Ich mag diese engen Räume hier immer ein bisschen. Das wird jetzt wieder toll. Das ist jetzt wieder unser Jump'n'Run-Anteil in dieser Folge. Eieieiei. Dann müssen wir jetzt auf die andere Seite springen. Yippie. Und hoffentlich überleben wir das jetzt hier auch. Und das ging ins Bein. Solange nur klein ist der Bruch, ist ja alles in Ordnung. Ja, wo geht's denn hier raus? Zumindest scheinen wir hier richtig zu sein. Sieht richtig aus. Oh, ein Fahrstuhl. Der auch mal wieder geht. Gut, dann machen wir in diesem Fahrstuhl jetzt mal wieder ein kleines Folgenpäuschen und hoffe ich, dass wir das nächste Mal nicht ganz so viele Bugs haben, dass wir so viele Cuts machen müssen. Also bis dann und auf Wiedersehen.